Wir sind am Nikolaihof, älteste Weingut Österreichs und Wanderung über 800 Kilometer. Und das ist einer von 10 Begegnungsräumen. Und wir haben das so genossen. Christine, Niki, was macht ihr, dass das so ein magischer Ort ist? Ja, ich glaube, da muss man nicht viel machen, sondern einfach sein lassen. Weil das Gebäude ist ja so alt, das waren die Kelten schon da, die Römer schon da. Und das ist einfach so ein schöner Ort, wo einfach alles ein bisschen entschleunigt ist. Und da dürfen wir sein, da dürfen wir arbeiten, da dürfen wir leben. Und ja, und so braucht man eigentlich gar nichts Spezielles machen. Eher alles so lassen, wie es ist. Christine, es gibt Menschen, die reden über Unmöglichkeiten. Du siehst die Möglichkeiten. Ich habe es extra für uns aufgesperrt. Die ganze Logistik, Mitarbeiter kocht und so. Sensationell. Was ist es? Wie bist du immer so in der Kraft, dass du immer Ermöglicherin bist? Naja, das ist, was der Niki jetzt gerade gesagt hat. Die Energie kommt wirklich auch aus dem Platz und Menschlichkeit, Freude. Und wir sind ja sehr anthroposophisch orientiert und dann ist auch die höchste Gabe ist die Handlungsliebe. Also ganz wurscht, was ich mache und wenn ich Ja sage, dann ist Ja und dann geht's auch und dann passiert es. Und ja, und mich freut es, dass alle da zusammengekommen sind. Schön, schön, schön. Gregor, du bist ja Mentor unserer Allianz, du leitest das, für dich sind 800 Kilometer nicht so fordernd wie für uns. Du bist ein ganz Gespüriger. Was verbindest du da? Was spürst du da am Nikolaihof? Naja, das Besondere an dieser Wanderung ist ja, dass wir uns bewusst auf den Augenblick einlassen. Also es geht gar nicht so sehr um diese 800 Kilometer, sondern was entsteht im Jetzt und in diesem Augenblick. Und es war gestern schon so großartig, wie du uns begrüßt hast. Die Kirchenglocken ganz wild läuten lassen hast, wie so ein Fest. Und dann hat das Fest eh schon angefangen. Das heißt, wir sind da, das Schöne war, wir sind beieinander gesessen, wir haben gemeinsam gefeiert, wir haben uns austauscht, wir haben Geschichten erzählt. Das Besondere in diesen Zeiten wie jetzt ist, wenn es einen Raum gibt, wo man sich einfach begegnen kann und austauschen kann, wo man zusammenkommen kann und wo was ganz was Besonderes entstehen kann. Und das ist für mich der Begegnungsort. Das war wahrscheinlich schon seit vielen Hunderten von Jahren und das wird auch noch lange sein und es ist so wunderschön, dass wir das mit dieser Tour alle verbinden, diese besonderen Oasen. Es geht wirklich ums Tun, das ist der entscheidende Punkt. Kann man nicht beschreiben, umso mehr erleben. Vielen, vielen Dank euch allen. Ja, danke schön. Danke fürs Kommen und danke und also viel Spaß beim Weiterwandern. Danke. Schöne Reise.